Ist ein Seesack mit Rucksacksystem eine Alternative zu einem herkömmlichen Trekking- oder Outdoor-Rucksack? Wenn die interessiert, wo die Vor- und Nachteile liegen, ja, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, in dem Video geht es um diese Teile hier. Ich habe jetzt hier von der Firma Essel, ja, exemplarisch so einen Seesack hier bei mir. Das ist die ganz große Ausführung. Da gibt es dann auch noch kleinere Teile. Und der große Vorteil bei diesem Teil ist, es ist sehr, sehr leicht. Also das Eigengewicht ist null im Endeffekt. Das spürst du überhaupt nicht. Hat hier zwei so Trageriemen, die durchaus, die sind einstellbar und alles tralala und super und wunderbar und ganz klar. Aber, ja, die Vorteile haben natürlich auch Nachteile. Dazu kommen wir aber noch. Wie komme ich dazu? Ich habe dieses Teil hier, ich weiß es nicht wie lang, lange. Und mit lange meine ich wirklich lange im Einsatz. Ich habe damit Holz getragen, das heißt Holz, das ich im Wald gefunden habe früher. Das ist auch schon wieder lang her, ja. Aber das habe ich hin und her getragen damit. Wir haben damit einmal Wasser transportiert, aber er ist leider nicht ganz wasserdicht. Aber dazu komme ich dann auch nachher gleich, da gibt es ein paar Alternativen. Und ja, das ist ganz einfach eine wirklich tolle Sache, weil, wenn ich das jetzt vergleiche zu meinem Tasmanian Tiger Redback MK3, ja, das ist ja auch so ein Rucksack, den ich sehr, sehr gerne habe. Aber wenn da nichts drin ist, dann spüre ich ihn auch schon hinten am Rücken. Ja, und das ist hier nicht der Fall. Und ja, daher mag ich die Teile. Wie funktioniert das? Es gibt ein einziges Fach und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt an. Ja, das Ganze ist bei Essel jetzt bei diesem Seesack so organisiert. Hier gibt es da so ein, ja, ich weiß nicht, eine Klammer. Ja? Die kann nicht verloren gehen, weil sie eben hier mit einem Band verbunden ist, direkt mit dem Seesack. Und dann gibt es eben hier einfach die Möglichkeit, das aufzumachen. Und da steckt jetzt das ganze Zeug einfach irgendwie drinnen. Und dieser Teil hier, der ist nicht wasserdicht. Ich habe einen anderen im Test von der Firma Hawk. Da bin ich aber noch nicht hundertprozentig sicher. Da wird noch ein eigenes Video dazu kommen. Der muss erst den Langzeittest bestehen. Kurzzeittest hat er bestanden, da war alles glas. Das ist dasselbe Prinzip. Und ja, und jetzt mag ich aber auch gleich über den Nachteil sprechen. Da ist jetzt mein ganzes Zeug drin. Ja, mein ganzes Zeug. Das habe ich dann noch einmal extra in solche Tasmanian Tiger Ordnung im Rucksack Mesh Pocket Set, gebe ich da unten den Link zu mir in den Shop oder auf Amazon. Die sind sehr praktisch, da kann ich dann meine Kleinteile verpacken. Aber da habe ich ziemlich viel da drin von diesen Kleinteilen. Und da ist es dann immer so, ja, oder Macheten und alles, was ich halt so mit habe, aber da musst du dann immer so kramen. So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich meine, der ist jetzt recht groß, ja, aber auch bei dem kleineren, da musst du immer herumkramen. Das heißt, ich habe ihn ja schon für kleine Einsätze verwendet und auch für große Einsätze, für längere Touren. Und da ist ganz einfach der ganz klare Nachteil, du hast keine Ordnung. Also zumindest ich schaff's nicht. Vielleicht hast du eine Möglichkeit und eine Idee, ja, aber ich bin einfach da, immer das Zeug, was man sucht, ist meistens da irgendwo unten, da war ich immer unsicher, habe ich es wirklich mitgenommen und ah ja, dann irgendwann, wenn ich was anderes gesucht habe, ist es dann doch aufgetaucht. Also das ist halt einfach der Nachteil. Aber das ist einfach so. Daher reden wir dann nachher auch gleich über das Anwendungsgebiet. Wie macht man das wieder zu? Es gibt hier bei einer dieser Ösen, da ist so ein Hagel drauf. So nennt man das in Österreich, Hagel. Vielleicht heißt das auch in Deutschland Hagel. Vielleicht Haken oder Öse, ich weiß nicht. Vielleicht magst du mal einen Kommentar schreiben. Die gibt man durch die einzelnen kleinen Ösen zusammen. Dann wird das hier oben zugemacht. Dann gibt man wieder den Klipsi-Klapsi drauf. Und zu ist die Sache. Und es kann auch dann nichts mehr rausfallen, weil das ist wirklich richtig schön fest. Wasserdicht ist es aber nicht. Ein weiterer Nachteil bei diesen Systemen ist natürlich, dass das Tragesystem sehr primitiv ist. Also einfach, ja, nicht schlecht, sondern einfach. Hat kein Rückensystem und irgendwelche Hüftgurte und wo man alles einstellen kann. Das kann das Teil halt nicht. Und da komme ich jetzt auch gleich zu dem Punkt. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht dafür gemacht, dass du auf Wanderschaft gehst oder jetzt sagst, okay, du, ich möchte jetzt den Jakobsweg gehen von Wien weg und bin da, weiß ich nicht, ein paar Monate unterwegs. Da ist dieser Seesack wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Wenn du aber jetzt zum Beispiel auch in einer kleineren, kompakten Ausführung nur kleinere Touren hast, ja, oder nur einen Tagesausflug hast und sagst, ich möchte absichtlich Gewicht sparen, und dann ist das eine Überlegung. Ich weiß. Warte, vielleicht zuckt es dich jetzt und du sagst, Röne, da ist kein Molle drauf und da ist kein taktisches. Okay.
Aber manchmal ist es auch schön, auf diesen ganzen Krimskrams zu verzichten und einfach mit einem Sack rauszugehen. Mit einem Sack rauszugehen, wo das Zeug zusammen ist. Und ganz einfach, ja, du wirst gleich spüren, wie leichter und flockiger alles ist. Es darf halt nicht komplex werden, wenn du viele Kleinteile hast, die du mit hast, dann ist es natürlich nichts. Und das ist auch der Punkt. Es gibt bei den Armeen, und ich bin kein Soldat oder Spezialist in dem Bereich, aber ich habe mich halt informiert, es gibt bei den Soldaten ja diese taktische Ausrüstung. Weil die 100.000 kleine Dinge haben und dort was und hier brauche ich eine Ausrüstung für genau diese. Und das muss an dem Platz sein, wo es hingehört. Und da ist dieses Molle-System und all diese Geschichten echt top. Plattenträger und da, die haben trainiert, dass sie nur dahin greifen brauchen in dieser Situation und die Ausrüstung und draufschraufen und was ich ist. Also, das wird mit diesem Seesack irgendwie langweilig werden. Da muss man mal sagen, halt mal bitte ganz kurz Kampfhandlungen einstellen. Das ist da ganz unten drin, ja. Also das spielt's nicht. Aber diese Seesäcke gibt es natürlich auch beim Militär. Und zwar für all die Ausrüstung, die nicht kritisch ist, wenn man von A nach B geht. Wenn man jetzt sagt, okay, also Wäsche zum Beispiel transportieren. Oder wenn ich jetzt weiß, da hinten steht der Autobus und wir gehen jetzt nur das Stückerl da runter und der bringt uns dann woanders hin und dort packen wir das, da ist das okay. Oder eben, ich meine, ich kenne mich mit Schiffsfahrt auch nicht aus, aber Seesack, vielleicht hat das mit dem was zu tun. Ein einfacher, leichter, unkomplizierter, günstiger, billiger Sack, wo du dein Zeug reinhaust und der nicht herummarschieren musst. Und genau das ist der Punkt. Und jetzt zu guter Letzt, weil ich auch immer wieder gefragt werde hinsichtlich Fluchtrucksack und Bug-Out-Bag und solche Dinge. Ich habe dazu mal ein Video gemacht. Den Link gebe ich dir da, das ist auf meinem Rossmann-Kanal. Schau dir das an, was ich zu dem Thema insgesamt zu sagen habe. Ja. Aber da zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht von dieser, wo man, was man ja im Filmen sieht und auch teilweise auf YouTube mit dieser taktischen Flucht, komm, und jeden, den ich treffe, ja, sondern vielleicht normaler angeht, ja, ja. So wie wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, ja, solche Situationen passiert sind, ja, und wenn du Soldat bist, dann ist das was anderes, oder Soldatin, ja, aber sonst, ich weiß nicht, ja, dann ist vielleicht so ein Sack, so ein einfacher Sack, irgendwo dazwischen, vielleicht nicht den kleinen und auch nicht den XL, sondern irgendwo was dazwischen, wo du dein Zeug ganz locker einpackst, den vielleicht nicht grün hast, sondern vielleicht schwarz ist auch ein bisschen, aber vielleicht in blau oder in gelb oder so irgendwas. Dein Zeug ist hier in dem wasserdicht verpackt, du hast alles beisammen. Da haben wir das Problem, das ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Die ganzen Vernähungen, diese Nahten hier sind nicht wasserdicht, da musst du einfach schauen, vielleicht ist das auch eine Idee. Das war's, jetzt kommt der Sturm. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, schreib mir unten einen Kommentar, wie du das siehst, Daumen nach oben oder nach unten. Link zum Produkt findest du unten, ja, ja, ja. Abo, da geht's zum Rainer Rossmann Survival Kanal, den ich vorher angesprochen habe, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst, dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.